Heute bin ich mal nicht in einem Unternehmen unterwegs, sondern in Murnau am Staffelsee, im Herzen des Blauen Landes. Und welche Rolle der Tourismus hier spielt, das erfahre ich jetzt. Kommt mit! Murnau ist ja Teil der Tourismusregion Das Blaue Land. Ja. Reicht so eine idyllische Natur aus, um Tourismusdestination zu werden, oder wie kam es dazu? Ja, also jetzt muss man schon sagen, bei uns ist natürlich schon besonders schön. Also das haben ja zum Beispiel auch die Künstler wie Wassily Kandinsky und die Gabriele Münter gewusst. Und deswegen ist ja das hier auch die Wiege des Expressionismus mit dem Blauen Reiter. Aber nicht nur das ist wichtig, sondern eigentlich auch die Erreichbarkeit. Das ist damals schon wichtig gewesen. Das ist heute wichtig, und 1879 ist die Eisenbahn gebaut worden hier nach Murnau, und somit konnten die Leute hierher kommen und es entstand diese Sommerfrische, wie es damals hieß. Und was sehr interessant ist auch, war, wie Tourismus entsteht, dass das aus dem Bürgertum rauskam. Es gab einfach ein paar Bürger, die haben eine Initiative und den Verschönerungsverein gegründet und haben gesagt, wir müssen unseren Ort schöner machen und dass die Leute einfach hierher kommen und hier auch bleiben. Und man hat sicherlich damals auch schon diesen Wirtschaftsfaktor, würde man es jetzt heute sagen, erkannt, dass Tourismus hier doch auch sich gut entwickeln kann. Naja, und so ist es dazu gekommen, und es entwickelt sich immer weiter, und das ist auch gut so. Welche Rolle spielt denn der Tourismus heute? Ja, hier in Murnau, wir sind Tourismusort, ja, und es ist ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, der Tourismus. Und ich habe schon erwähnt, dass hier der Verschönerungsverein gegründet worden ist, aus dem Bürgertum heraus. Die haben also diese wunderbaren Fassaden zum Beispiel gestaltet. Und wenn man hier schaut, wir haben hier meistens inhabergeführte Geschäfte, und unsere Gäste sichern natürlich auch hier den Umsatz dieser Geschäfte. Und ja, nehmen wir mal ein Beispiel, auch die Veranstaltung Aufgespürt in Murnau Moos, die wir jedes Jahr durchführen. Das geht auch nur, weil die Gäste uns da auch unterstützen. Und auch die Kunst ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir sind die Wiege des Expressionismus. Der Blaue Reiter ist hier gegründet worden. Und man findet auch hier in Murnau an allen Ecken und Enden irgendwo die Kunst. Und das ist auch, der Tourismus trägt das natürlich auch dazu bei, dass man das auch hier so darstellen kann, wie wir es darstellen. Ja, ein Schlossmuseum lebt natürlich nicht nur von den Einheimischen, sondern auch hauptsächlich von den Gästen. Du leitest ja die Touristinformation. Braucht man so eine Anlaufstelle in Zeiten von Google und Social Media überhaupt noch? Ja, da lässt sich vortrefflich drüber streiten, ja, weil ich glaube, wir brauchen beides. Ja. Klar kann ich in der Zwischenzeit viel digital machen. Ich kann viel darstellen. Unsere Kommunikation läuft über Instagram, über Facebook, auf der Homepage. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben unsere Leistungen online buchbar gemacht. Und gleichzeitig, unsere Kernzielgruppe ist aber 50 aufwärts, und da braucht es einfach dann auch nochmal den klassischen Flyer, eine klassische Rad- und Wanderkarte. Davon verkaufen wir auch wirklich jede Menge. Und auch den Prospekt. Vielleicht mal ein Beispiel an Zahlen. Wir hatten früher ein Gastgeberverzeichnis mit einer Auflage von knapp 60.000 Exemplaren. Und in der Zwischenzeit drucken wir gerade mal 18.000. Aber gleichzeitig, diese 18.000 Exemplare sind dann am Ende der Saison auch weg. Ja, also die brauchen wir auch. Und was den Kern einer Reise ausmacht, ist immer die Begegnung. Die Begegnung mit Land, mit Leuten, das macht ein Reiseerlebnis aus. Es ist nicht das im Internet, ja, sondern die Begegnung. Und in der Touristinformation können die Gäste uns begegnen. Wir können mit ihnen sprechen, sie können ihre Fragen stellen. Und es ist immer schön, wenn die Leute auch reinkommen, und das macht es einfach aus. Und der Kern ist immer Begegnung. Begegnung, Begegnung, Begegnung. Thank you.
Das Credo des Marktes Murnau lautet ja Natur, Kunst, Kultur und Genuss. Was macht für dich denn Murnau aus? Ja, also das sind unsere vier Säulen, auf denen wir den Tourismus aufbauen, beziehungsweise also unsere gesamte Kommunikation aufbauen im Tourismus. Und in unserem Tourismusleitbild haben wir drüber stehen das Wort Inspiration. Und ich glaube, das ist es ja. Also das fasst wirklich alles zusammen. Ich meine, schau dir das an. Ja, also da ist es ja wunderbar. Und wenn ich jetzt dann wieder auf diese Begegnung zurückkomme, ja, was ja den Tourismus ausmacht, dann begegnet man hier im Ort vielen inspirierenden Menschen. Der Ort selber ist inspirierend. Und das ist vielleicht für jeden was anders, aber es ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Und hier auf der Seite drüben ist das Hörnle, das ist so ein bisschen unser Haus- und Hofberg. Und wenn man am hinteren Hörnle steht und du siehst dann das Wettersteingebirge, das Estergebirge, das Moos, auf der anderen Seite den Staffelsee. Also was die Natur hier geschaffen hat, ist unbeschreiblich und das macht's aus. Und deswegen waren auch die Künstler hier und deswegen hatte das alles hier entstehen können, weil es einfach eine Inspiration ist. Was halt auf jeden Fall deutlich wurde, Murnau wird zu Recht als malerisch beschrieben. Eine Reise hierhin lohnt sich wirklich.